Hi und willkommen zu, wenn das vorhin die 14. Folge war oder gestern, letztens, wann auch immer die Folge nach der anderen rauskommt, dann ist das jetzt die 15. Folge mit anderem Licht da oben. Das habe ich jetzt zwischenzeitlich mal angebracht, was ich in meiner Küche gefunden habe, und das ist ganz praktisch irgendwie. Zumindest für das Tuch hinter mir. Ja, Risen, Folge 15. Wir wollten die Brüder zusammenbringen, brauchen aber Kohle. Ich kann den anderen Typ rausbringen, aber irgendwie auch nicht. Also ich bekomme die nur raus, wahrscheinlich, wenn ich denen all die Dinger da gebe. Rüstungsplatten, genau. Bei Vasili waren wir, glaube ich. Ingwer fehlt uns noch und der Buddy. Wir speichern kurz und suchen nach Ingwer. Ist der hier? Lukor schickt mich. Oh Scheiße, der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt, wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Vasilis Platten habe ich mir geholt. Ehrlich? Tja. Ja, dann gib mir doch einfach die 50 Goldstücke und ich bin zufrieden. Und du wirst dich in Zukunft an deine Abmachungen mit Lukor halten? Ja, ich verspreche es. Ich zahle für deine Rüstungsplatte. Dann nimm das Teil. Ich kann das Gold gut gebrauchen. Du versäufst es doch eh. Ja, was denn sonst? Soll ich es meiner Frau geben? Nein, danke. Da kann ich es besser gleich ins Meer schmeißen. Puh. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, die Frau hat sich drüber gefreut. So. Haben wir doch wieder Rüstungsteile. Jetzt brauchen wir noch Buddy. Lukor? Buddy ist da vorne. Kommt da gerade gelaufen? Moin! Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lukor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lukor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Halt die Fresse, Alter. Was ist denn mit dir? Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Wo hast du die Platten versteckt? Bezahl mich, dann sag ich es dir. Sag mir sofort, wo die Platten sind. Was soll das? Du weißt doch, was ich will. Bezahl mich, Mann! Sonst sag ich es Ukos. Was hat Ukos damit zu tun? Ukos ist ein großer, starker Schläger und er schuldet mir noch was. Aber darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen. Bezahl mich einfach. Der Typ, der will für alles Geld, das ist belastend. Und das Schlimme ist, wenn ich die 200 für die Platten hole, dann kann ich genauso gut die anderen auch holen. Ukos? Sag mal, kennst du Buddy? Buddy, Boss? Mhm. Buddy arbeitet gut. Schleppt Kisten. Und was weißt du noch über ihn? Schuldest du ihm Gold? Gold ist nicht zum Essen da. Ukos braucht Fleisch. Gebratenes Fleisch. Hier, nimm ein Stück gebratenes Fleisch. Viel Wache macht viel Hunger. Weißt du, ob Buddy hier irgendwo ein Versteck hat? Buddy, kleines Zimmer, hinter Lagerhaus, Treppe rauf, immer offen. Also, danke, Großer. Ukos hungrig. Das ist mein Freund. Ukos ist mein Freund. Danke. Aber er gibt auch Sinn, dass ich vielleicht einfach mein Buddys Zimmer gucken soll. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts.
Ja, ich genauso wenig. Wie kriegen wir Schlösser auf? Ah, das ist jetzt auf so viele Ebenen belastend. Probier's woanders. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und wirf die Sorgen alle über Bord. Doch wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir. Egal. Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Was guckst du so? Was guckst du, ey? Ich mach die kaputt. Kann mir hier irgendjemand irgendwas beibringen? Hi. Hi, ich bin Finn. Echt? Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten? Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Belchior und Flavio. Kann mir irgendjemand von denen was beibringen? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Dich haben sie wohl zu heiß gewickelt. Nach der Scheiße, die du mit mir abgezogen hast? Vergiss es. Hey. Was kann ich dafür? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Wenn der Typ kämpfen will. Ich habe nicht gesagt, Junge, wir klopfen uns. Kann mir irgendjemand von euch bitte was beibringen? Das ist ja nicht normal. Ich muss Schlösser knacken, ich muss schleichen können, ich muss alles können. Was kann ich? Nichts. Schleichen oder Schlösser knacken, das wäre jetzt so mein Wunsch. Ich will ein besserer Dieb werden. Das bringt mir nichts, Leute. Was will ich denn damit? Ich brauche was zu trinken. Ich. Das gibt's nicht. Da geht's hier entlang. Nee. Und nee. Nee und nee. Ja, Freunde, macht immer keinen Kopf. Ich helfe euch, aber nach und nach. Was ist los? Kannst du mir nichts beibringen? Es wird mir doch irgendjemand was beibringen können. Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Natürlich. Gerne doch. Das ist kein Problem. Zeig mir die Grundlagen der Alchemie.
Ich kann dir aber nur zeigen, wie du kleine Tränke herstellst. Mehr hat Meister Leonardo mir nicht beigebracht. Fang endlich an. Eigentlich ist es ganz einfach. Du musst die Pflanzen am Alchemietisch in einem Kolben erhitzen und anschließend in ein Fläschchen abfüllen. Woher weiß ich, welche Pflanzen ich brauche? Das steht im Rezept. Das brauchst du nämlich auch. Rezepte musst du dir wahrscheinlich kaufen. Danke, danke. Amazing. Das ist natürlich wow. Gibt's was? Muss mir doch irgendjemand was beibringen können. Wo sind Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Nicht die Elsa. Alles, aber nicht die Elsa. Wo ist die Elsa? Finde ich hier irgendwo Elsa? Elsa! Eine Wache? Wie gehen wir da lang? Keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Ein Kurzbogen. Pfeil. Noch ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Wildschweinfell. Rum. Ein Apfel. Hier. Da haben wir doch gerade mal ordentlich profitiert. Wir haben einen Bogen. Einfach so. Finde ich gut. Kann ich den direkt ausrüsten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht hier ab? Oh Gott. Guck an. Jetzt können wir ja hier richtig massakrieren. Wir kommen bald nicht aus dieser verfluchten Stadt raus. Nicht ohne die letzte Mission zu erledigen. Heierlau. Zeig mal, was du hast. Ja, gut. Zähne, Flügel, Knochen. Raubtierzahn kann als Trophäe genommen werden. Händler zahlen einen guten Preis. Es gibt Händler, die zahlen einen Preis. Dafür zahlen Händler durchaus mal einen guten Preis. Ja, heftiger Preis, 17. Jetzt haben wir unglaubliche 27. Da wären wir reich, du. Da wären wir wirklich reich von. Kannst du mir was beibringen? Speichern, weil bei denen gibt es einiges zu besprechen. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Danke, danke. So, du machst also Geschäfte mit dem Don. Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. Pass auf,
Ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Ich muss halt auch nichts über Alchemie lernen. Das ist mir genauso egal. Ich muss Schlösser knacken. Irgendjemand, bitte. Oh, es wird mir doch irgendjemand Schlösser knacken beibringen. Ich laufe jetzt hier bald random jeden ab. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Carrasco will, dass ich ihn verhöre. Tatsächlich? Und wie kommst du darauf, dass gerade du mehr Erfolg beim Verhör dieses Verbrechers hast als wir? Keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Hör mal, du Penner. Das klingt doch schon wieder nach so einem Mist wie bei Tony. Ich kann nur für dich hoffen, dass du mich nicht schon wieder verarschen willst. Ich werde Carrasco danach fragen. Wehe dir, wenn du mich belogen hast. Mach, was du willst. Ich sag die Wahrheit. Ach, geh rein und halt den Rand. Ja, dann geh doch zum Carrasco, du Spaßvogel. So, Kumpel. Jetzt nochmal wir zwei, Olf. Zeig mir, wie man schürft. Ich will kein Erd schürfen. Es soll mir einfach irgendjemand beibringen. Vielleicht die Brüder von denen, komm. Irgendeiner von denen wird doch eine Ahnung haben, wie man mal ein Schloss aufknackt. Ich möchte nur Sachen lernen. Bitte, Freunde. Mehr will ich gar nicht. Kannst du mir was beibringen? Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt. Wow. Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Unterrichte mich im Kampf. Bei dem lerne ich also auch Sachen, aber nicht, was ich brauche. Das ist alles so belastend. Speichern. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Frag jemand anderen. Ja, dann helft mir halt nicht. Freunde, bitte. Irgendjemand von euch. Hallo, Moment. Baxter. Dreimal dicke Rippe zu 25 und 18 Hinterschinken sind 265. Ja, was gibt's? Du rechnest? Ja, ich mache die Abrechnung und führe die Bücher der Fleischerei. Verstehe. Rechnen ist gar nicht so schwer. Du musst nur mit den kleinen Zahlen anfangen. Ich kann rechnen. Wirklich? Lust auf eine kleine Aufgabe? Jetzt kommt mir doch nicht mit Mathe, Alter.
Ich will wissen, das Spiel und nicht rechnen. Komm, gib mir. Wie viel ist 14 mal 17? 14 mal 17. 10 mal 17 sind 170. 4 mal 17 sind 32, sind 64. 170 plus 32 sind 232. Habe ich nicht zur Auswahl. Das ist kacke. Nochmal. Was? 14 mal 17? 170? Hä? Willst du mich verarschen? 14 mal 17. Ach, ich Idiot. 14 mal 17, pass auf. 14 mal 17 sind 170 und 4 mal 17 sind 34, sind 38, dann bin ich bei 238 und nicht bei 234, ne? 238. Richtig, sehr gut. Ein Mann sollte die Waffen des Geistes zu schätzen wissen. Boah, ich habe gerade einen leichten Hänger bei den kleinen Zahlen gehabt. Habe ich davon jetzt irgendwie profitiert? Nur endlose Listen und spaltenweise Zahlen. Ja, immerhin mal was angeguckt. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, schön wäre es, wenn wir es würden. Wer ist Mo? Mein Gehilfe. Er macht gute Arbeit und hat viel zu tun. Also ärgere ihn nicht. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Das ist geil. Hammer. Wo ist Mo? Hi, ich bin der Mo. Hi Mo. Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Warum Kühe schlachten? Könnt ihr nicht Schweine züchten und schlachtet die einfach? Kühe zur Milchproduktion? Nee, muss man die Kühe unbedingt schlachten oder was? Aber was sind das für kleine Kühe? Wenn wir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Das ja, könnt ihr ja machen, ich guck mich nur um. Ich wollte nur wissen, was das für kleine Kühe sind. Hallo? Du da am Wasser. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, ich auch nicht. Immer noch nicht. Vielleicht Patty. Die ist doch hier Piratentochter. Die wird doch wissen, wie man eine Truhe aufmacht. Ich hab keine Ahnung. Hallo, Patty. Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon ja, gut, dann ist blöd. Kapiert. Dann ist blöd, wenn sie nicht drauf steht. Kapitän Romanow sitzt in der Hafenkeizelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanow weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Der Romanow weiß es wirklich nicht.
Das ist ziemlich eindeutig. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Ich habe bei Ericsson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Habe ich zufällig auch herausgefunden. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmützen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Ja! Gib mir das Gold. Der Rest interessiert mich nicht. Abgemacht. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, kleiner Held. So, und jetzt will ich nur noch eins. Raus aus dieser verfluchten Stadt. Ich auch. Wegen deines Vaters. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. So, Freunde. Investitionen, würde ich sagen. Die 200 jetzt. Die 200 jetzt an Ulf. Die Schüsseln dann. Ich weiß es nicht. Wobei Ulf will ja auch nicht, dass ich die Richtung Inquisitor gebe. Deswegen die Schüssel an Ulf. Ne, die Schüssel von Ulf an. Ich weiß nicht wen. Und den Rest mal gucken. Von mir kriegen wir jetzt auch nur Informationen. Hier ist dein Gold. Sag mir, wo du deine Goldschale versteckt hast. Okay, hör zu. Ich wusste, dass die Weißen mich schon länger beobachtet hatten. Also habe ich die Goldschale noch schnell im Leuchtturm am Hafen versteckt, bevor sie mich aufgegriffen haben. Ich habe sie einfach oben ins Holzgebälk geworfen. Ich fürchte, man wird einen Telekinese-Zauber brauchen, um sie zu kriegen. Naja, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Was? Halt die Fresse! Wo soll ich denn jetzt einen Telekinese-Zauber herbekommen? Nee, Alter, ich lade gleich nochmal und gebe das Geld jemand anderen. Hat der von einem am Hängen oder was? Nee. Das ist der Leuchtturm, oder? Ich glaube, es hackt. Check den jetzt, lass mich mal vorbei. Boah, ist das ein Hundesohn? Nee, ich kann das nicht das Geld schieben. Da oben. Ich gebe mir dafür doch kein Geld. Telekinese-Zauber, woher denn? Woher? Es sieht ja nicht so aus, als ob mir irgendjemand hier Zauber verkaufen will. Nautilus-Verwandlung, magische Heilung. Klein und unauffällig. Ja, auf jeden Fall. Das bringt mir an allen Ebenen auch jetzt sehr viel. Soll ich denn einen Telekinese-Zauber haben, Alter? Man kann es aber auch unnötig kompliziert machen.
Und das ist ja nur die Hafenstadt. Ist ja nicht so, dass es draußen keine Gebiete mehr gibt. Was, wenn du klaust hier? Na, warte. Hey. Hilfe! 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 Ja. 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 Hilfe! Ja. Hilfe! Hilfe! Das wird ja eine Lehre sein. Ermöglicht es dir, durch kleine Löcher zu kriechen. Das bringt mir halt auch aktuell gar nichts. Das bringt mir halt aktuell gar nichts. Boah. Ja, was weiß ich. Ich würde sagen, wir machen eine Folgenpause und gucken in der nächsten Folge mal, wie wir es machen. In diesem Sinne, das war Folge 15. Ja, wir kamen heute wirklich kein bisschen voran, aber mal gucken. Wir wissen, dass wir einen Telekinese-Zauber brauchen, ohne dass wir wissen, dass wir einen Telekinese-Zauber brauchen. Wir haben noch das Geld, wissen, wo die Schüssel ist. Boah, das wird ein Brett. Das wird ein Brett, wir sparen das Geld, wir wissen auch, wie wir an das andere Zeug kommen, wir müssen Schlösser knacken, wir müssen schleichen können. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Aber ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.